So, willkommen zum Teil 7 der VfL Osnabrück-Karriere in der zweiten Bundesliga. Und jetzt sind wir im DFB-Pokal-Viertelfinale und spielen in Dortmund beim BVB. Und wenn wir jetzt nicht rausfliegen, dann weiß ich es auch nicht. Auf geht's. Noch irgendwelche Nachrichten? Wir haben einen Jugendspieler entdeckt. Ah ja. Ja, okay. Immer. Und der Herr Conte verbessert seinen Abschluss. Das hilft uns jetzt nicht wirklich. Ja, wie sieht's denn aus? Unsere Abwehr ist ziemlich gut drauf. Der Herr Duranville hat so seine ersten Spielchen gemacht. Ist natürlich noch unter Stärke 70, weil er ist ja eigentlich ein Rechtsaußen. Und das heißt, er muss jetzt doch noch ziemlich viel Eingespieltheit erlangen. Aber ihr seht mal seinen aktuellen Marktwert hier, 7,8 Millionen, und gekauft haben wir ihn für 4. Das kann nicht falsch gewesen sein. Auch wenn mein Kontostand mit zusammengerechnet 3 Millionen. Und ich muss ja noch die Kaufoption bezahlen. Also ich denke, wir müssen noch einen Kredit aufnehmen zum Ende der Saison. Es sei denn, dass unsere Leihspieler, die unterwegs sind, von den Mannschaften, wo sie sind, alle gekauft werden. Dann kommt natürlich wieder Kohle rein. Ja, müssen wir hier noch die Aufstellung irgendwie ändern? Nö, eigentlich nicht, oder? Warte mal. Gauré, Cuisance, Wasser. Nö. Also viel besser haben wir es nicht im Angebot. Ich speichere natürlich mal. Vorsichtshalber. Nicht, dass jetzt wieder Schienbein und Schädelbruch droht. Und dann stürzen wir uns ins 3D-Spiel im Westfalenstadion vor wahrscheinlich 80.000 Leuten. Gelb-Schwarz gegen Lila-Weiß. Ich hoffe, dass wir nicht irgendwie 5-0 verlieren oder so. Und deswegen sage ich jetzt auch gar nichts an, sondern sage hier nur, geht raus und spielt Fußball. Ja, der Kaiser geht raus und spielt Fußball. Fußball. Gell? Okay. Also, Borussia Dortmund ist auch ziemlich gut drauf, hier von wegen Saison und Form und deutlich besser als unsere Form. Borussia Dortmund hat seit 26 Spielen kein Elfmeter gegen sich bekommen. Okay. Ja, auch gut. Und Mats Hummels ist auch noch dabei, na klar. Höchsten Zuschauerschnitt. Ja, größtes Stadion. Hat seit 16 Spielen nicht mehr verloren. Alter. So viel zum Thema unserer Chance. Wer ist denn Pereira da als defensiver Mittelfeldspieler? Ich sehe schon wieder den Adeyemi. Oder wie heißt der nochmal? Der kleine Buschelbär. Da auf links, der macht mich immer fertig. So, auf geht's, Leute. Helm ab zum Gebet. Da ist er, Adeyemi. Genau. Der geht an jedem vorbei irgendwie. Guck, der kann sogar tanzen. Der kann so. Nein, nicht einen Elfmeter in der dritten Minute. Ey. Komm, bitte. Och, hör auf. Habe ich noch gerade was gesagt zu Adeyemi? Alter, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Wunderbar, Benzobumsi. Mann, 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 ey. Ich meine, so ein bisschen mitspielen hätte ich mir ja schon gewünscht. Wir laufen komplett durch. Wir kommen überhaupt nicht ran. Und auch das Tackling ist nicht mehr ganz so gut wie gegen andere Zweitligamannschaften. So mein Eindruck. Soldi wird einfach weggedrückt. Malen, ja.
Und die nächste Karte oder was noch? Die ist... Was denn jetzt? Och, hör auf jetzt mit den blöden Karten, ey. Der zweite Innenverteidiger mit Gelb. 13 Minuten gespielt, was soll das? Ich meine, ja, ich verliere das Spiel. Ja, auch nicht nur 1-0 verliere ich das Ding. 3, 4, 5, okay. Aber bitte doch mit 11 Leuten auf dem Platz, oder? Mann, Mann, Mann. Ach guck, der dicke Süle spielt noch mit hier. Hm? Aber das war absurd, ne? Nicht? Ja, warum gehst du nicht noch ein paar Schritte? Oh Mann, ey. Warum müssen die immer vor der 16er-Linie schießen? Direkt in die Arme des Torhüters. Ach, okay. Da ist er, Duran Will. Bei seinem alten Verein. Ne? Könnte er ja mal ein Tor machen, wie wäre das? Ne? Okay. Dann, nee, der ist zu weit links für Bisons. Mhm. Kam doch. Aber der Torhüter, Kobel ist ja wirklich gut. Also, der fischt sowas aus der Ecke. Mann, ey. Das hätte doch mal einmal funktionieren können. Ne? Jetzt hast du kein Glück und dann kommt auch noch Pech dazu. Okay. Und wieder Adeyemi. Ich krieg die Tür nicht. Die nächste Karte. Ja, danke. Platzverweis. Nach 24 Minuten. Ich meine... Ah. Ja, Leute, was soll ich jetzt machen? Ich kann jetzt, ich weiß nicht, was soll ich machen? Ich kann jetzt für einen Stürmer Innenverteidiger einwechseln und den dann da reinsetzen. Dann haben wir nur noch einen vorne. Und er hat keinen Kopf. Papadopoulos. Papastapadopoulos. Also Sokrates, ne? Der hat ja auch mal gespielt. Beim BVB, oder? 5 Jahre. Aber hat leider seinen Kopf in der Kabine gelassen. Das war eh Abseits, oder? Nicht? Ach, der Kobel hält eh alles. Mann, ey. Platzverweis nach 20. Geil. Er läuft komplett. Ach, durch, wollte ich gerade sagen. Alles nach vorne, in Unterzahl den Ausgleich. Ja. Schönen Dank, sagt Kobel. Alter, Duran Will, Tänzchen. Das war auch ein Elfmeter, haha. Ja, ja. Und Kobel hält den oder so. Ich krieg schon. Okay. Aju, hau rein. Jupp. Verladen, dann schaffen wir das. Dann hält auch Kobel nicht. Wenn er in die falsche Ecke springt. Ja, Ausgleich in Unterzahl. Achso, ich wollte ja eben noch mal gucken, obwohl kommen wir auch gleich in der Halbzeit, ist ja gleich Halbzeit, wie viel Zuschauer da sind. Das Westfalenstadion hat ja irgendwie 80.000 Plätze rund. Ob das gegen so einen Zweitligisten ausverkauft ist? Ich meine, es ist Viertelfinale im DFB-Pokal. Insofern. Hm. Adeyemi, ey.
Er tanzt darum. Was war das? Wässerrot? Der zweite Platzverweis? Wollt ihr mich verpfeifen? Ja. Vielen Dank. Wen soll ich denn jetzt dagegen austauschen? Kein, echt, ich meine. Boah. Das ist aber jetzt ein bisschen hart, oder? Also für diejenigen, die dachten, ich hätte hier irgendwie den geilen Hack. Ja. Das ist ja mal. Dann kriegen wir in der zweiten Halbzeit richtig den Popo verdroschen. Glattrot, ey. Mann, wen soll ich denn jetzt auswechseln? Ich hab auch. Wer kann denn jetzt noch Verteidiger? Warte mal, der Talhammer, der kann noch verteidigen. Dann nehme ich den Sahne dagegen raus. Weil sonst ist das dann der dritte Platzverweis. Oder so. Und dafür kommt dann rein der Dave. Ist eh wurscht. Ja. Hallo? Ey, ich wollte doch noch die Spielergespräche. Ich wollte doch noch motivieren. Ah, Yogi, jetzt sind wieder. Okay. Guck mal, Duran will, kann auch tanzen. Ist ja Gnade. Ist das albern. Ist das albern. Jetzt habe ich vergessen, nach den Zuschauern zu gucken. Warte mal. Die stehen doch hier unter Matt, oder? 78.850. Also nicht ganz ausverkauft, denke ich mal. Doppelte Unterzahl. In Führung. I love it. Ja. Aber das wird nicht gut gehen. Also nicht, dass wir uns jetzt Hoffnung machen. Dinge gleich. Oder wir kriegen den dritten Platzverweis. Oder den vierten. Hier wieder Adeyemi. Nase legt den um, pass auf. Ah, hat er nicht erwischt. Ja, das war kein Foul. Alle. Wow. Der ist eigentlich drin, sonst so, ne? Und in doppelter Unter. Geil. Der war eh abseits, oder? Guck mal, der kriegt den zweiten Ball. Aber das war natürlich ein etwas dummer Seitenwechsel. Ballbesitz 50 zu 50. Ey, mit zwei Leuten weniger. Kann doch nicht sein. Ach, jetzt weiß ich auch, wer Pereira ist. Den hatte ich schon mal ausgeliehen. Das ist irgendwie ein spanisch sprechender, weiß nicht, Südamerika. Der ist gar nicht schlecht. Der hat, glaube ich, auch 4 Sterne als ZM sogar. Irgendwie so ein zentrales Mittelfeld-Kämpfer, Kämpfer-Herz. Ja, 65. Minute. Soll ich noch wen auswechseln? Oh, der tanzt sich durch. Oh. So, wen könnte ich denn? Herr Duran Will ist ein bisschen schlapp, aber hat sogar eine gute Note. Den einzigen Stürmer auswechseln.
Den einzigen, der Tore schießt, ne, ich glaube nicht. Links haben wir, rechts haben wir keinen mehr, okay. Also noch ein Zetti, ZM hier für Gnase. Oh, Gnase habe ich doch erst eingewechselt. Ja, gut, dann für Hassan. Mir fällt irgendwie nichts ein, wenn zwei Leute weniger auf dem Platz sind, echt. Ach, guck an. Herr Chan oder Kahn oder wie auch immer. Emre. Gegen den Pereira. Okay, ja, zentrales Mittelfeld oder Defensive. Spielen die. Oh. Ja, hat das endlich geklappt. Wegen den kopflosen Sokrates. Aber ich will mal sagen, also ich meine, dass wir das Ding nicht gewinnen, das war ja am Anfang schon klar, aber wir haben uns ja mal mega verkauft hier mit zwei Leuten weniger. Nicht irgendwie 10 zu 0 untergegangen oder 5 zu 0. Die können jetzt natürlich Passspiel machen, wie sie wollen. Das ist mal klar. Ein Platzverweise. Kann ich mich auch nicht mehr daran erinnern, dass ich das mal gehabt habe. Und beide schon in der ersten Halbzeit und so. Och nö, ne? Ich dachte der Gächter, aber ich habe ja den einen mit der den Sahne, der hat ja eine gelbe Karte, der Gächter noch nicht. Los Jungs, jetzt haut da einen rein. Ich will ja nicht noch mit zwei weniger in die Verlängerung müssen. Also das ja mal nun gar nicht. Ne? Dann mach jetzt einen Deckel drauf und fertig ist die Laube. Ergebe mich in mein Schicksal. Doppelpfosten. Das kennen wir irgendwo her vom letzten Mal. Jetzt kommt Herr Füllkrug. Guck an. Dann muss der halt vollstrecken. Das war abseits. Jetzt kriegt er noch Ayo, ein Kärtchen oder was? Genau. Komm, ein keine einwechseln. Damit er noch die Spielprämie mitnimmt. In der letzten Minute. Auch so ein ablösefreier Castillo. Aber eigentlich selbst für die zweite Liga zu schwach. Aber egal. Leute, bitte jetzt macht da den Deckel drauf. Hier, Füllkrug, genau, sag ich doch. Nee, ich will nicht in die Verlängerung. Oh, damit oder wer war das? Jetzt mach den Deckel drauf. Wir essen zeitig. Feierabend. Mein Gott, ey. Ihr wollt nicht wirklich jetzt in die Verlängerung mit zwei Leuten weniger?
Ist gut jetzt. Ja, okay. Verlängerung. Mein Gott, ey. Ja, besprecht euch mal. Die können noch mal auswechseln. Wer ist das denn? Ach, Matcher. Für Reus? Reus war im Spiel? Den habe ich überhaupt nicht gesehen. Wo war denn Reus? Okay. Anscheinend hat er mitge... Ist mir nicht aufgefallen. Und gehalten. Ja, der war für Jamie Cumming. I'm coming. Das kann nicht sein. Guck mal, ist niemand mehr in der Box. Weil wir sind alle schon in der Dusche. Ja, jetzt aber nach schnell zurück. Ich habe einen Innenverteidiger noch hinten stehen. Einen? Und die kommen mit 5 zu 1. Okay. Das, ja. Sowas, ja. Okay. Gut, danke schön. Da war dann niemand mehr in der Verteidigung zugegen. Okay. Das ist ja... Ah, lustig. Aber wenn du überlegst hier, also seit... Hier war der Glattrot 45. Genau, das war noch in der ersten Halbzeit. Also wir spielen seit Anfang der zweiten Halbzeit mit zwei weniger. Ne? Und die Hälfte der ersten Halbzeit mit einem weniger. Das ist schon heftig. Hummels. Genau, Mr. Kopfball. Ah, die Chemie, der macht mich echt fertig, ey. Der ist im Spiel deutlich besser als im Real Life. Warum auch immer. Im 3D-Modus kann man das leider nicht beschleunigen, weil, ne, so nach der Methode, jetzt ist ja auch mal gut. Jetzt ist mal auch gut und fertig und Schluss und so geht im 3D-Modus nicht. Also zumindest nicht, dass ich wüsste. Genau, Adeyemi geht wieder vorbei. Ah, diesmal nicht. Ach ja, Viertelfinale, DFB-Pokal im Westfalenstadion mit 9 Mann.
Oh, Papa hat wieder einen Kopf. Okay, finito. Ich will auch die Wiederholung nicht sehen. Nein, ich will es nicht sehen. Es reicht. Es reicht mir. Wir sind raus. Dumme Elfmeter da gleich am Anfang. Jetzt hör auf hier. Hallo, Spiel. Aha. Ja, die Verteidigung ist nicht gut benotet worden, würde ich mal sagen. Okay, das war der DFB-Pokal. Kriegen wir noch ein bisschen Geld oder so? Mal eben gucken. Okay, jetzt kommt wieder die Nummer mit. Sie erhalten ein Angebot für einen Talentierten und das ist ein Verteidiger, den können wir gebrauchen, nehmen wir an. Aber ich kriege jetzt nicht mal irgendwie eine Prämie. Kriegst du nur Kohle hier in dem Spiel, nicht nur für die Teilnahme am, was weiß ich, Viertelfinale, Halbfinale, sondern nur, wenn du gewinnst? Wieso kommt jetzt nicht die Anzeige hier? Die erhalten TV und bla blub. Verstehe ich nicht. Ja. Naja, die Jungs sind noch halbwegs frisch. Okay, das war das Ende im DFB-Pokal. Dann will ich euch natürlich noch einen Blick auf die Liga gestatten. Denn wir sind ja jetzt Mitte März. Auswärts wie in Wiesbaden zu Hause gegen Greuther Fürth. Im April noch 4 Spiele und letztes ist ein Heimspiel gegen Hertha. Das sollten wir uns dann wahrscheinlich wieder 3D-mäßig antun, damit wir dann auch das Ende der Saison uns hier mal angucken können, wo dann die spannende Frage ist, wie viele unserer Verliehenen, die kann man übrigens sehen bei Verträgen hier, Laien. Hier guck mal, wie viel wir verliehen haben. Wie viel von denen werden wirklich übernommen von den Jungs, weil das wären schon ein paar Millionchen, ne? Auf der anderen Seite, ich muss noch die 3 bezahlen. Das sind ja auch zusammen 3,4 Millionen. Die will ich natürlich behalten. Ist ja klar. Und wir haben auf dem Konto 4,1, aber das wird eng. Vielleicht muss ich dann noch einen Kredit aufnehmen, irgendwie so 5 Millionen oder sowas. Mal sehen. Ich denke mir, ich wollte jetzt noch hier auf die Liga schauen, Ergebnisse. Wir sind aktuell auf dem Relegationsplatz. Ich denke, da werden wir nicht bleiben. Ich denke, wir werden da noch ein paar Plätze abgeben. Aber ich behaupte mal, mit dem Abstieg haben wir nichts zu tun, wie im Real Life. Und insofern wäre so eine Platzierung im oberen Drittel ja ganz nett. Aufstieg wäre ja sowieso Harakiri. Ich meine, mit dieser Zweitliga. Das war ja original eine Drittligamannschaft. Und wir haben die dann durch sehr viele Neuverpflichtungen von Vertragslosen etc. zu einer ordentlichen Zweitligamannschaft aufgepumpt. Aber Aufstieg, Quatsch. Also auch wenn wir waren ja auch mal auf dem ersten Platz, ne? Machen wir ja mal. Egal. Ich denke mir, ich werde jetzt ein bisschen weiterspielen und wir schauen uns dann hier das Ende der Saison an im nächsten Teil mit dem letzten Heimspiel gegen die Hertha und mit der großen Frage, wie viel Leihspieler werden uns abgenommen, werden bezahlt oder auch nicht. Und dann geht's weiter. Bis dahin. Ich wünsche euch was. Ciao, tschüss.